Hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Weiter kann ich nicht. So, gut, alles da. Dann jetzt bitte Steffen. Hallo. Hallo. Eins, zwei, ich, man hört mich ja, ne? Ja. Kann mich schon hören. Eins, zwei, drei, vier. Soll ich tief oder hoch? Fehlt da was? Ja, soll ich singen, was? Ja. So, danke. Und jetzt hätte ich gerne den Micha. Hallo, einen schönen guten Abend. Hört man mich schon da vorne? Nee. Nein. Ich bin noch offline. Eins, zwei, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eins, zwei, drei, vier. Test, test, test. Kann man mich... Hallo, könnt ihr mich hören? Nein. Ich glaube, es ist kaputt. Soll ich mal gucken? Ich bin unschuldig. Noch? In dem Alter? Ah. So, danke, Micha. Dann haben wir jetzt Niki. Herr Fischer. Ich bin der Fischer. Der Fischer. Der Fischer. Hallo. Hallo, eins, ja. Hallo, eins, zwei, drei. Test, test. Hallo, seid ihr alle da? Ja, nee, also. Schwach. Ich höre mich nicht, glaube ich. Doch. Ja? Schwach, okay. Schwach. Ja. Mach noch mal ein bisschen. Eins, zwei, drei. Test, test. Eins, zwei. Versteht ihr mich besser? Jetzt besser. Aber jetzt höre ich mich auch. Ja. Ich habe kleine Probleme, und zwar. Das Mikro vielleicht höher. Ja, 1, 2, 3. Besser jetzt? 1, 2, 3. Nee. Ist der Wurst noch Karl-Heinz? Ja, der kommt gleich. Toi, toi, toi. Ja, für die Hammerleute erstmal toi, 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 dass die wirklich gut sind heute. Einmal ein Hinweis für die Kamera. Wenn irgendjemand da sitzen sollte und der zieht den Mundwinkel nach unten, schnell weg, schnell schwenkt man mit dem Tier gleich jemand so und die Mundwinkel oben sind. Ne? Hier wie bei denen, der ist immer klasse als. Guck mal, da kann nur rechnen. So, seid ihr soweit? Dann würde ich sagen, jetzt hier. Ich gebe Zeichen, nein, noch nicht, ich gebe Zeichen. 3, 2, 1, wir starten jetzt. Wo erlebt man so etwas, dass keine Fahrscheinkontrolle da ist, sondern Sonderfahrschein? Viele haben es schon mitbekommen, hier in diesem Studio wurden die Weichen neu gestellt. Ernsthaft, super Sendung mit dem Ernst Dollwetzel damals gewesen. Ja, lieber Ernst, liebe Grüße, aber mit mir geht das nicht. Ernsthaft kann ich gar nicht. Mit dir würde ich gerne gleich tanzen. Und deshalb werden die Weichen neu gestellt. Jeder bekommt von mir jetzt eine Weichenstelle. Jetzt muss ich erstmal unsere Künstler vorstellen, die heute hier zu Gast sind. Und die erste Dame, auf die ich mich riesig freue, ist Frau Puppendoktor Pille Orte Langenstein. Jetzt kommt gleich und sofort ein wunderschöner
ist manchmal auch Geschmackssache. Junger Mann. Wir müssen mal kurz abbrechen. Ja? 1, 2, 3. Die Rote, die geht manchmal mit dem Schlamm, wie ich mir dort wegstecke. Das erfahren wir in der Sendung. So. Guck mal hier, meine Assistentin, sie weiß ganz gut. Oh. Applaus! Jawohl! Ja. Langenstein, das ist ja ganz klar, ich hätte auch so angefangen. Man fängt immer am Langen an bei Frauen. Ich denke, oh, ich will es halt um. Jetzt halt habe ich noch gleich an den Nacken gemacht. Das läuft bei dir rein. Soll ich nochmal kommen? Nee, erscheinen ist besser. Wieso ist erscheinen besser? Du bist komisch, ich mach sie an und du sagst, erscheinen ist besser. So, also fangen wir mal an. Gut, ja, schließt. Das Kleid zurecht drücken. Und du sagst einmal nochmal, jetzt sagst du nochmal Rote, Achtung, jetzt. Wissen Sie, was das ganz, ganz Besondere ist? Wir alle haben mal klein angefangen in unserem Leben. Es gibt auch Jungs, die mit Puppen spielen. Manchmal machen sie Fehler. Und dann braucht man einen Puppen-Doktor Pille. Allerherzlichste. Das ist Otte Langenstein. Ja, gibt es so einen Ort überhaupt? Drei Orte, die Langenstein heißen. Ich kenne sechs, die blank sind. Also meine Sonne, nimm Platz, Otte Langenstein. Eine Schauspielerin, genannte Schauspielerin. Ich sage Ihnen noch viel mehr dazu, aber ich sage ganz wenig, weil ich bin ja eigentlich der Fragende. Ich bohre. Und jetzt habe ich ja schon mal angedeutet, hier oben soll ich gehen, das war Kamera einleiten und mal gucken. Jetzt kommt Steffen Jürgens. Das ist dieser schöne Mann, wo ich gesagt habe, kann auch Geschmack sein. Geschmackssache sein. Für mich ist er einfach schön und ein guter Sänger. Steffen Jürgens. Kein Neid, aber von deiner Figur hätte ich schon gar nicht wissen, was so ruhig. Schwarz macht schlank. Nein, du bist einfach gut gebaut. Bitte schön, das ist heute deine Braut. Zwei Zeiler kostet extra. Ja, und was jetzt? Könnte man ja sagen, wieder eine Dame. Aber Sie kennen alle den wunderschönen Witz. Kennen Sie den noch? Wo einer in der Hand klingt und ich möchte Ihre Tochter abholen. Ja, zum Fischen. Und da sagt die Mutti, die drinsteht, nein, ich heiße Vogel. Und da sagt der junge Mann, ja, ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Michael Fischer! Michael Fischer! Habe ich schon mitgekriegt, die sind Kollegen jetzt, die zwei. Und jetzt gehe ich an die Treppe und ich zeige euch mal, liebe Gäste, wie man, was ausgestorben ist, wie man einer Dame aus der Straßenbahn nimmt. Wer macht das heute noch? Wer bietet heute noch Platz an, wenn ältere Menschen kommen, so wie ich zum Beispiel. Ich brauche eine ganze Bank, dann nachts nach der Party. Ja, und aus diesem Grunde ist jetzt mein höfliches Opfer, Niki Sander, sie ist gerade am Umbauen ihrer Mom, aber was sie geleistet hat, ist schon grandios. Ich möchte nicht, dass sie jetzt hier aus der Bahn fällt. Niki Sander! Ich werde mich neben diesem jungen Mann sitzen und ja. Ein Triebwagenfahrer sollte auch ein bisschen kuppeln, wenn ihr beide alleine seid. Ja, verspreche ich dir, kannst du ihn mit nach Hause nehmen.
Nun beginnt die Show.